Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten Ligatag 2022. Wir sind heute hier beim näher dran Ruggell, beim Gemeinschaftsstand der Ruggeller Gemeinde. Und wir plaudern ein bisschen mit Maria Kaiser, der Vorsteherin von Ruggell. Maria, es ist nicht das erste Mal, dass wir an der Liga sind. Wir haben schon das letzte Mal hier an der Liga einen Gemeinschaftsstand gehabt. Und wenn wir hier weiter schauen, dann sieht man, so weit wie die Fähne geht, so weit wie der Teppich als Rhein geht, ist Ruggell. Also es ist Gemeinde hier mit Unternehmen von der Gemeinde Ruggell. Wir haben sogar extra ein Bier abfüllen lassen von der Gemeinde Ruggell. Was hat es mit dem Bier auf sich? Wir haben schon das letzte Mal einen eigenen Sud bei Sonnenbräu brauen lassen. Und das ist das Torbengold. Heute haben wir das Nachbarbier hier, weil unser Bauer, der Matthias Büchel, er liefert Sonnenbräu Gerste für das Nachbarbier, aber eben auch für das Torbengold. Und das ist natürlich sensationell, finde ich. Wir sind in der Liga 2024 Gastgemeinde. Also Ruggell darf Gastgemeinde sein. Was haben Ihre Erfahrungen sammeln können? Was hat sich bewährt? Was wollen Sie ändern für die nächste Liga? Also wir freuen uns, dass wir 2024 Gastgemeinde sein dürfen. Und wir haben natürlich jetzt auch wertvolle Erfahrungen sammeln können mit dem Gemeinschaftsstand. Und wir sind eine bodenständige Gemeinde. Wir sind geschäftig, kreativ und naturverbunden. Und ich glaube, es sieht man schon da an dem Gemeinschaftsstand. Und auch, ich glaube, es wird das Motto sein für das nächste Mal als Gastgemeinde. In der nächsten Liga wirst du nur als Vorsteherin dabei sein. Du wirst ganz privat durchlaufen. Wie geht es dir jetzt dabei, wenn du daran denkst? Ja, es ist schon natürlich ein spezielles Gefühl. Und ich werde aber auf jeden Fall an der nächsten Liga dabei sein. Und es nimmt mich unheimlich Wunder, wie den Gastgemeinde Ruggell aussieht. Und ich freue mich. Ich denke, es gibt ganz sicher eine tolle Sache. Es sind schon einige Vorarbeiten geleistet worden und ich glaube, da kann man darauf aufbauen. Und was dürfen sich Gäste besonders freuen, Besucher? Ich glaube, besonders freuen darf man sich eben auf Ruggell und die Unternehmen von Ruggell. Und eben, ich denke, was wir zu Ruggell ganz besonders haben, das ist die Verbundenheit. Und das spüren wir jetzt auch hier mit dem Gemeinschaftsstand. Es gibt ganz eine andere Verbundenheit, wenn man gemeinsam da ist. Und auf das freue ich mich. Und natürlich auch viele Besucherinnen und Besucher im 2024. Und schon heuer haben wir ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher empfangen dürfen. Es war einfach schön gewesen. Wir stehen hier vor einem Gedankenbaum. Was ist das? Was hat der Gedankenbaum auf sich? Also da kann man seine Idee aufschreiben, also es heißt meine Idee. Und da sind ganz viele Ideen da, die werden wir nachher am Schluss annehmen und auch auswerten und auch schauen, ja, in welche Richtung gehen die Ideen und kann man auch etwas verwirklichen. Das wird natürlich das Ziel sein. Also es wird das Ziel vom neuen Vorsteher sein wahrscheinlich, weil eben deine Amtszeit läuft ja aus oder du möchtest nur mehr. Die neuen zwei Vorsteherkandidaten stehen bereits fest. Hast du etwas, das du ihnen mit auf den Weg geben willst? Ich glaube, bodenständig zurück sein und mit den Leuten viel reden und die Leute einbeziehen, es ist aus meiner Sicht etwas, das immer gut ist. Vielen Dank, Maria. In diesem Fall danke ich euch, liebe Zuschauer, und wünsche euch noch eine schöne Restliga und geniessen Sie. Danke, Nicole. Zum Wohl.